Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Ernährung. Ja, die Ernährung ist auch wieder so ein Thema, was ja die Gesellschaft generell viel bewegt. Jeder hat da so seine Tipps für Diäten oder was man eben alles so essen soll oder nicht soll oder darf. Und ja, eben da meint echt jeder mitreden zu können. Wir werden dir hier keine Diäten vorschlagen oder eben sagen, was du tun oder nicht tun sollst, was du hier essen darfst und was nicht, sondern hier geht es generell um allgemeine Unterstützung, wie du ja bei deinem doch sehr ungeregelten Alltag deine Ernährung auch noch unter einen Hut bekommst mit deiner DJ-Tätigkeit. Eine ausgewogene und reichhaltige Ernährung ist ganz logisch, ist wichtig und gerade wenn du einen langen Gig hast, der dich dann auch viel Energie kostet, weil du eben lange stehst, weil du dich viel bewegst, dann ist es echt wichtig, dass du hier gut und anständig isst, wenigstens dann Kohlenhydrat und fettreich, dass du irgendwo deine Energie rausziehen kannst. Also so ein großer Salat ist natürlich auch besser als nichts, aber eben am besten ist, wenn du eine anständige große Mahlzeit zu dir nimmst. Obst und Gemüse sind wirklich gute Wachmacher, das wissen viele Leute nicht und bei vielen ist es auch verpönt. Und das sollte man aber trotzdem nicht unterschätzen, denn hier gerade mal eben so ein Apfel, eine Birne, eine Banane, die kann man gut zum Gig mitnehmen und kann man nebenher mal so snacken. Das stört auch niemanden und das sind definitiv nicht nur lecker, sondern eben auch gute Wachmacher. Das erfrischt einen und das darf man nicht unterschätzen. Vorsicht bei Essen mit Mundgeruch oder Blähungen. Das ist ja heutzutage auch keine Seltenheit mehr, dass man vielleicht Probleme mit Laktose hat. Oder anderen Dinge halt eben, was der Verdauung alles so Probleme bereitet. Und natürlich auch Mundgeruch ist irgendwas, was natürlich nicht so angenehm ist. Im Club fällt es vielleicht noch nicht mal so auf, aber gerade wenn ihr eben auf einer Hochzeit seid oder irgendeiner formelleren Veranstaltung, wo ihr auch viel mit Leuten dann noch sprechen müsst, dann sind es auf jeden Fall Sachen, die No-Go sind. Das ist natürlich auch für euch extrem unangenehm. Und deswegen behaltet es im Hinterkopf, seid hier wachsam, dass eben, wenn ihr einen Gig habt, dass ihr auf derartiges verzichtet. Das Essensangebot in eurer Ziellocation könnt ihr eventuell durch euren Hospitality Rider vorgeben, dass ihr eben sagt, ihr hättet gern dies und das in eurem Backstage stehen oder vielleicht wird es generell schon von der Ziellocation gestellt. Und das ist natürlich eine coole Sache, dass ihr hier nicht noch extra essen gehen müsst. Wobei, das kommt natürlich auch bei größeren DJs hin und wieder vor, dass man im Vertrag vorher ausgemacht hat, dass man nochmal ordentlich essen geht. Aber eben auch vor Ort ist das eine gute Möglichkeit, dass du hier schon mal Sachen hast und da gut zurückgreifen kannst. Sowieso kann es nie schaden, wenn man mal immer eine Kleinigkeit zu snacken dabei hat. Ja, das können irgendwelche Kekse sein oder andere Sachen, die man leicht mitnehmen kann, die eben auch nicht so leicht verderblich sind. Und hier könnt ihr eben, wenn ihr unterwegs seid oder nach dem Gig auf dem Nachhauseweg seid und dann ja üblicherweise die ganzen Restaurants schon zu haben, habt ihr auf jeden Fall noch was, was ihr mal auf die Schnelle essen könnt. Zum Thema Alkohol ist natürlich ganz klar, Alkohol und DJs gehört irgendwie untrennbar zusammen, wobei wir hier euch auf jeden Fall nicht empfehlen möchten, dass ihr beim Auflegen trinken müsst. Wir haben eher Respekt davor, wenn ihr eben auf Alkohol verzichtet und euch davon löst. Es ist ganz klar, dass Alkohol eine entspannende Wirkung hat und der Alkoholkonsum mehr oder weniger dazugehört, wenn man feiern geht. Aber es ist auf jeden Fall nicht notwendig und es kann natürlich sein, dass ihr besser spielt, wenn ihr Alkohol getrunken habt, weil ihr eben so mehr auf dem Level der Gäste seid und die kollektive Stimmung eben besser zusammenpasst. Und manchmal ist es auch so, dass man halt, wenn man seine Mediathek durchgeht, bei manchen Songs vielleicht denkt, die sind jetzt nicht so unpassend, die übertreiben sozusagen ein bisschen, passen aber vielleicht an sich schon zur Partystimmung. Und wenn ihr eben mehr auf dem Pegel der Leute wärt, dann könnt ihr diesen Track vielleicht auch eher fühlen und würdet euch dann dafür entscheiden, anstatt dagegen, weil ihr sagt eben, der Track ist vielleicht eher ein bisschen peinlich oder unpassend und so weiter.
weil ihr eben hier nicht so ganz auf einer Wellenlänge mit dem Publikum seid. Wenn ihr Alkohol trinkt, dann sei es euch eher empfohlen, dass ihr Hochprozentiges trinkt und davon halt nicht zu viel. Logischerweise, insofern ihr noch minderjährig seid oder U18, fällt das natürlich ganz klar weg. Ihr sollt euch auf jeden Fall hier an die Gesetze halten. Für alle anderen sei es empfohlen, eben eher Hochprozentiges zu trinken und davon nicht zu viel, aus den Gründen, dass ihr weniger auf die Toilette müsst, weil ihr ja weniger Gesamtmenge konsumiert. Und normalerweise habt ihr auch eher ein geringeres Katerrisiko, weil es eben auch ja, anständiger Alkohol ist. Genau mal davon aus, dass da, wo ihr spielt, eben guten Markenalkohol gibt. Und sowieso haltet euch auf jeden Fall zurück. Es ist in Ordnung, wenn ihr ein bisschen was trinkt und eben auch mal mit jemandem anstoßt. Aber sowieso Komasaufen oder generell sich eben betrinken, ist ein absolutes No-Go. Ihr seid hier Dienstleister, die einen Job zu erledigen haben. Und deswegen geht es gar nicht klar. Auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass ihr immer, und zwar genau dieselbe Menge Wasser trinkt wie ein Bier. Zwar wenn ein Bier zum Beispiel jetzt eben 5% Alkohol hat, dann könnt ihr sagen, okay, der Rest von dem Getränk ist ja auch hauptsächlich Wasser, ja, okay. Aber es ist wirklich so, dass wenn ihr zum Beispiel 0,5 Liter Bier trinkt und dann nochmal 0,5 Wasser trinkt, dass ihr dann einfach generell nicht so schlapp seid, weil euch das Wasser vom Alkohol nicht so entzogen wird. Und deswegen ist es ein ganz wichtiger Tipp, den ihr auch beherzigen sollt. Natürlich müsst ihr dann auch, wenn das während dem Gig ist, wieder wahrscheinlich öfter auf die Toilette. Deswegen auch eher zum Beispiel Hochprozentiges. Und allgemein kann man auf jeden Fall sagen, wenn ihr Alkohol trinkt, dann trinkt exakt dieselbe Menge auch noch Wasser. Und zwar dazu, nicht am Ende vom Gig dann nochmal 3 Liter Exen, sondern immer genau dazu. Da tut ihr euch auf jeden Fall einen Gefallen. Achtung vor dieser Scheinkausalität, dass ihr denkt, umso betrunkener seid, umso besser könnt ihr auflegen. Das ist auf jeden Fall Quatsch, da macht ihr euch selber nur was vor, das ist nur eure Psyche im Prinzip, hier redet ihr euch was ein und deswegen passt auf, dass ihr da nicht in diese Spirale reinkommt, dass ihr schon dieses Bedürfnis habt, ihr müsst etwas trinken, sobald ihr ans DJ-Pult tretet. Das ist auf jeden Fall Quatsch und ja, wird euch eher nur schaden, körperlich als auch, dass ihr euch da geistig ja nicht so frei macht und weiterentwickelt. Drogen, schon in der letzten Lektion beim Schlaf angesprochen, sind sowieso absolut nicht zu empfehlen. Der Drogenkonsum bei DJs ist natürlich leider sehr hoch, es ist weit verbreitet, aber das heißt noch lange nicht, dass das in Ordnung ist und ja, dass es noch ewig so weitergehen sollte und am besten auch noch am DJ-Booth immer alle möglichen Drogen ja, bereitstehen sollten. Davon wollen wir uns absolut distanzieren. Drogen erzeugen einen künstlichen Zustand in eurem Gehirn, dass ihr eben diese Wachheit, diese Freude spürt, denn diese Stoffe lösen chemische Reaktionen in euch aus, die natürlich schon real sind. Das sind dieselben Reaktionen, wie wenn ihr euch wirklich freut, aber es fehlt ja dieser Trigger aus der Realität, dass es eben ja, wirklich passiert ist. Und so bringt ihr den ganzen Haushalt in eurem Gehirn durcheinander. Und das kann natürlich nur negative Folgen haben. Ganz klar, ihr stört diesen natürlichen Ablauf. Kurzfristig habt ihr dann auch wie beim Alkohol einen Kater, euch geht es einfach generell scheiße. Und langfristig ist es auch kein Geheimnis, dass man von Drogen abhängig wird, dass Leute dann Geldnot bekommen, die Leute krank werden, ihr schadet eurem Körper, ihr bekommt vielleicht Schwierigkeiten mit eurem sozialen Umfeld und, und. Also es gibt einen unfassbar langen Rattenschwanz an Negativargumenten und das sollte sowieso auch schon genug sein, um die Finger davon zu lassen. Der Umgang in der Gastronomie ist natürlich sehr locker, aber das Angebot ist halt eben auch da und das liegt viel an der anstrengenden Nachtarbeit, dass man eben immer ja auch wach sein muss und dann eben ja nachts arbeitet, wenn andere Leute schlafen, also hier dann seine Leistung bringen muss und ist ja auch generell dann auch ein Ort der Freude, des Eskalierens sozusagen oder des über die Stränge Schlagens und insofern passen Drogen natürlich dann schon in die Gastronomie und auch ja zum DJ sozusagen. Das ist aber auf jeden Fall keine Legitimation, dass das untrennbar zusammengehört.
Teilweise kann der Konsum von Drogen ja wie eine Tür sein in verschlossene Kreise. Und bei DJs ist es keine Seltenheit eben, dass es ja wie so eine Art Aufnahmeritual ist, dass man halt auch was nimmt, sonst wird man weniger akzeptiert. Bekommt dann ja mehr oder weniger Respekt und Ansehen von dieser Gruppe. Und wenn ihr eben sagt, nein, ich konsumiere nichts, kann es durchaus passieren, dass ihr eben ja gewisse Ablehnung erfahrt, weil diese Leute auch ja viel unter sich bleiben, weil natürlich auch klar ist, dass der Drogenkonsum ja verboten ist und so weiter. Wir wollen hier natürlich komplett transparent sein und offen mit dieser Thematik umgehen, aber natürlich auch das sind noch lange keine Gründe, zum Drogenkonsum zu greifen. Das dient eher für euch zur Aufklärung. DJs werden oft als Anlaufstelle für Drogen missbraucht oder eben ja als wie Art Schmuggler, eben, dass die DJs die Sachen in den Laden bringen, weil sie ja normalerweise nicht kontrolliert werden, gehen sowieso durch die Hintertür rein, haben viele Sachen dabei, wo man dann noch was verstecken kann. Oder eben die Gäste gehen sowieso davon aus, dass der DJ immer was hat und fragen dann eben. Und das wird euch mit Sicherheit passieren, wenn ihr öffentlich auflegt. Und darauf müsst ihr euch vorbereiten. Und hier gilt es dann eben, dass ihr sagt, nee, damit möchte man nichts zu tun haben. Vielleicht könnt ihr auch für euch sagen, wenn es wirklich so ist, dass es in Ordnung ist, dass diese Leute dann eben diesen Drogenkonsum leben. Das hat ja auch dann mit euch nichts zu tun. Aber wichtig ist hier auf jeden Fall, dass ihr dann schon höflich, aber auch bestimmt davon Abstand haltet und hier das ganz klar macht. Ein ganz großes Problem ist dann auch noch der unsaubere Stoff. Bei Cannabis zum Beispiel ist es ja auch schon eventuell kurz vor der Legalisierung. Da kann man ja dann auch noch sagen, okay, das ist ja irgendwie akzeptabel, aber problematisch wird es dann auf jeden Fall mit unsauberem Stoff, wenn hier dann noch Drogen mit anderen Drogen gepanscht werden oder vielleicht andere Dinge da zum Strecken verwendet werden, die ja eigentlich überhaupt nichts mit dieser Ausgangsdroge zu tun haben. Die schaden euch dann noch viel, viel mehr. Ihr könnt sowieso auch den Konsum überhaupt nicht mehr richtig dosieren. Und so entstehen dann unabsehbare körperliche und geistige Auswirkungen, die euch ja auch ja dann nicht mehr nur noch eine Freude bereiten oder länger wach halten, dass ihr vielleicht eben dann auch leistungsfähiger seid, sondern hier wird euer DJ-Gig wirklich ja dramatisch gefährdet und auch unabhängig vom DJ-Gig, wenn das privat passiert, ist es natürlich genau dasselbe. Also das ist auf jeden Fall auch ein ganz, ganz großer Negativpunkt. Hier, genauso wie beim Alkohol, seid da vorsichtig bei dieser Scheinkausalität, dass ihr euch nicht einredet, ihr könnt nur noch unter bestimmten Einfluss von Drogen auflegen, ihr könnt nur noch so diese Leistung bringen, ihr könnt nur noch so dann eben auf diesem Level mit eurem Publikum sein oder eben bei anderen DJ-Kollegen. Das ist auf jeden Fall Quatsch, das ist genau wie beim Alkohol auch wieder einfach nur was, was ihr euch einredet, das sind psychische Dinge und deswegen, wenn ihr es hier eben dann noch schafft, einfach euch das gar nicht erst einzureden, erst gar nicht da reinzurutschen, dann kommt ihr auch gar nicht in die Versuchung, diese Denkmuster bei euch zu etablieren und sowas ist dann natürlich auch keine coole Sache, insofern lieber dann eher zum Obst oder Gemüse greifen und das als Wachmacher benutzen, als sich so kaputt zu machen, muss man ganz klar sagen. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.